Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der letzten Folge die Kinder gerettet für diese gute Frau hier, unsere Fahrlehrerin. Schaut mal, wie die ganzen Kinder drumherum sitzen und glücklich sind. Ist das nicht schön? Und jetzt machen wir uns mal weiter auf den Weg dahinter, damit wir die Sonnencreme wiederholen. Wir gucken mal, also ich habe ja an sich schon alle Strahlen soweit weitergeleitet. Ach, du großer Schinken, den habe ich verstanden. Ach shit. Jetzt habe ich mal kurz eine Sekunde nachgedacht. Entschuldigung, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir überhaupt dahinter kommen, weil es sieht nicht unbedingt danach aus. Wir vielleicht hätten doch noch den letzten Schalter drücken müssen hier drüben an dem Ding, aber da hat es doch eigentlich immer nur in die falsche Richtung geleuchtet. Nee, ich glaube nicht. Aber wir blenden ihn ja schon. Mist, was hat denn der Larry am Anfang gesagt? Ich habe das leider schon wieder vergessen, da liegt schon wieder ein Tag dazwischen. Wir holen uns erstmal schnell die Boxershorts hier. Warum greifen denn auch Roboter mit Schinken an? Verstehe ich nicht. Und dass wir uns nicht mal eine Scheibe abschneiden können. Das ist noch viel ärgerlicher. Gut, wir machen jetzt... Oh, hier haben wir noch eine Unterhose. Die brauchen wir noch ganz schnell. Und dann machen wir uns mal hier rüber und gucken mal. Obwohl, vielleicht kommen wir da oben lang. Könnte natürlich sein. Ich kann nicht schwimmen. Kein Problem für uns. So, einmal hier auf den Dicken drauf. Oh oh. Feuerspeiende, aufblasbare Drachen. Das Schlimmste eines jeden Schwammes. Aber alles kein Problem für uns, denn wir machen das doch hier super. Da ist wieder Kumpel Blase. Mit Samuel L. Jacksons Synchronstimme. Müssen wir wechseln? Ach, hier kommt erstmal die böse Wolke an. Wir machen erstmal ganz schnell zu dem hier rüber. Hey. Muss man aber ziemlich genau treffen. Sandcastle Contest. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Oh nein, ich kann es nicht kaputt machen. Auch nicht somit? Nö. Ganz schön harte Sandburgen, aber okay. Vielleicht haben sie ein bisschen Zement mit untergemischt, damit sie so schön aussehen und stehen bleiben. Eine Teleportkiste möchte ich eigentlich ungern benutzen. Komm, Kumpelblase. Ich habe gehört, dass du goldene Pfannenwender sammelst. Ja, Kumpelblase, das stimmt. Hast du einen gesehen? Ja, hab ich. Wir hatten einen Sandburgenwettbewerb abgehalten und jemand hat einen goldenen Pfannenwender als Spitze obendrauf gestellt. Den holen wir uns doch. Wenn ich ein Schloss hätte, würde ich es Schloss Bürgerstein nennen. Und jeden Montag gäbe es Sonderangebote in der Bäckerei von Schloss Bürgerstein. Der goldene Pfannenwender? Oh, an der Spitze der Sandburg, genau. Da müsste ich leicht hinkommen. Vielleicht solltest du es dir selbst mal ansehen. Also Kumpel Blase wird seinem Namen wirklich aller Ehre. Denn er ist ein ziemlich guter Kumpel für uns. Mal gucken, ob es uns Patrick oder Sandy gönnt. Patrick, naja, dann spielen wir mal eine Runde mit Patrick. Ich denke mal, ohne Grund wird hier keine Bushaltestelle sein. Boxershorts sind alle voll. Mit komischen Sachen. Geschenke aus Holz! Ich überlege gerade, ob SpongeBob vielleicht nicht doch besser gewesen wäre, aber naja. Da oben haben wir eine Socke. Oh, oh nein! Nein! Das habe ich zu spät gesehen, dass hier das Wasser steigt. Es tut mir sehr, sehr leid. Kaum spielen wir Patrick, verlieren wir schon wieder. Gar nicht cool. 11.000 mittlerweile. An glänzenden Objekten. Hier drüben kommen wir nicht lang. Das heißt, wir können tatsächlich erstmal nur... Also was war denn das jetzt für eine schnelle Flut? Guck mal. Hä? Ich konnte... Ach nein, ich hätte auf den Dicken springen müssen. Es tut mir leid. Was ist passiert? Ja, das frage ich mich auch, was passiert ist. Ich bin manchmal einfach zu blöd. Es tut mir leid. Jetzt aber, alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, das liegt einfach an Patrick. Sobald wir den auswählen,
nehme ich auch automatisch sein IQ mit an. Jetzt haben wir's. Ja, super. Wie hoch steigt denn das noch? Bitte nicht über die Bretter hier. Ah nein, die gehen gleich kaputt. Vollbody Slam auf dem Schinken. Okay, die steigen nicht höher als das. Nein! Nein! Weg mit dir! Gib mir die Frucht. Also hier die Gierfrucht. Und wirf die einmal hier rein. Warum kam denn der wieder? Haben wir hier schon wieder einen D1000 rumstehen? Anscheinend gibt's ja einen. Geh weg. Bin mir gerade nicht sicher, wozu wir die brauchen hier, die Frierfrucht. Vielleicht sollten wir warten. Sollten wir warten, bis das Wasser wieder so weit oben ist. Aber an sich brauchen wir es doch gerade nicht. Naja, wir lassen die Frierfrucht erstmal Frierfrucht sein. Vielleicht finden wir es ja später noch heraus. Oh, gut, hat uns gleich aufs nächste Brett befördert. Gar nicht so schlecht. Hier ist er, du Sack. Weg mit dir. Danke. Checkpoint haben wir auch erreicht. Damit ist erstmal soweit alles gut. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ach, wir müssen hier lang. Sollen gar nicht da hoch anscheinend. Okay, wir müssen dann da drüben. Ach nein, ich dachte gerade, dieses Stück Bambus oder was das ist, geht bis rüber, aber geht's nicht. Ah, das scheint trotzdem der richtige Weg hier zu sein. Ach, die schießen ja unterschiedlich. Oh nein! Das war knapp. Aber ich krieg die da oben gar nicht erwischt mit Patrick. Ach, wir können sogar die Kanonen kaputt machen. Okay, das war mir tatsächlich noch nicht bewusst. Ach Mist, ich mag Patrick einfach nicht. Der ist nicht so gut wie SpongeBob. Irgendwo hier oben kommt er raus am Checkpoint. Okay. Also den seine Angriffe, die sind halt echt... Die haben nicht so eine große Range. Das ist alles nicht ganz so einfach wie mit SpongeBob. Es tut mir sehr leid. Aber egal, wir haben ja viele Checkpoints. Also, jetzt ging's. Hier, die Sachen kriegen wir auf. Hä, du musst da gar nichts tragen. Ach so, doch, wir können ja auch werfen mit den Dingern. Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, super. Und jetzt? Okay. Das ist mit SpongeBob doch alles einigermaßen oder um einiges cooler. Och nö, jetzt werde ich ganz nass. Gar nicht. Ist noch gar keine Wolke aufgezogen. Weil wir so schnell waren, dass die gar keine Chance hatten. So, hier, zack. Kanone kaputt. Weiter geht's. Hier drüben haben wir noch... Ach, nee, das schaffe ich im Leben nicht. Wir sind eh voll mit Boxershorts. Wir haben die Buchsen voll. Jawohl. Und da haben wir ihn. Nummer 19. Weiß gar nicht, brauchten wir überhaupt so viele? Also, wir sind ja gerade beim 10er drin und die 15 gab es drüben noch, ne? Ich hoffe ja mal ganz stark, dass das noch nicht dann das Ende des Spiels ist. Wäre zumindest ein kurzes Vergnügen gewesen. Hier müssen wir nochmal schnell rüber, da oben liegt noch eine Socke. Und hier macht's einmal Boing. Sehr gut. Ach, shit. Und Nummer 8, das heißt, wenn wir noch zwei Socken sammeln, können wir die gleich wieder eintauschen bei Patrick. Weil wir sammeln die mit Patrick, aber tauschen die dann gegen Patrick ein. Ist natürlich auch schön. Und wenn wir das dann geschafft haben... Ja, wirf doch. Dann kriegen wir den 20. goldenen Pfannenwender. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. So, um zur Meereshöhle der Gulagoon zu reisen. Woanders kommen wir ja sowieso gerade nicht wirklich lang. Also machen wir doch hierher. Wir haben lange keine glänzenden... Gary. Hey, Gary! Hat er wohl gar nichts zu sagen oder will nicht mit mir sprechen? Wir wechseln wieder zum guten SpongeBob. Den spiele ich tatsächlich lieber. Hallo, Gary. Was gibt's? Im Ernst? Thaddeus hat sich einen neuen Pullover gekauft? Oh, er ist ja so verrückt. Wie verrückt? Und am Ende dieser Höhle befindet sich ein goldener Pfannenwender. Wow! Okay, da haben wir dort schon den 20. Müssen wir gar nicht warten, bis wir noch zwei Socken gefunden haben. Sehr, sehr schön. Ja, also, SpongeBob spiele ich lieber, wollte ich sagen, und Sandy am allerliebesten. Liebestesten. Genauso. So, jetzt kommt wieder Ebbe. Boxershorts nehmen wir mit. Ein neuer
schwach, zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Wow, wow. Nein. Das war leider auch mal wieder etwas los, ungünstig. SpongeBob, es ist dein Geburtstag. Wieso da hat Spongy Geburtstag? Oder geht's darum, weil wir so viele goldene Pfannwender kriegen? Einmal drehen den ganzen Spaß hier. Einmal so. Ich vergesse jedes Mal, dass das Wasser steigt. Ach Mist, es tut mir leid. Da muss man erstmal dran denken, das ist gar nicht so easy. Es ist die ganze Zeit nicht gestiegen. So, jetzt kommt's. Ne, jetzt geht's. Okay. Also einmal komm. Na, das gibt's doch nicht. Ich bin doch gesprungen. Ach Mensch, es tut mir. Ich weiß nicht, wie oft ich mich noch entschuldigen soll. So, jetzt aber. Jetzt explodiert es. Okay, jetzt kommt wieder Ebbe. Wasser muss verschwinden. Erst einmal hier rüber, dann machen wir einmal diesen. Dann ganz schnell hier rüber springen und jetzt haben wir es geschafft. Das war eine schwere Geburt. Checkpoint haben wir. Hier kommen schon wieder extremst viele von den Fischen. Aber wir können ja zum Glück ausweichen, indem wir einfach drüber springen. Ich lasse die hier drüben jetzt einfach mal beiseite. Haben wir es jetzt erwischt? Ja. Ah. Es ist schwieriger, als es aussieht, glaubt es mir. Aber wir hatten ja zum Glück gerade einen Checkpoint. Kann das teilweise sehr, sehr schwierig einschätzen. Haben wir es jetzt, ja. Ach ja, ist ja schon längst. Und jetzt aber, okay. Wir müssen wieder kurz warten, bis die Ebbe kommt. Und dann geht's ja auch schon weiter. Da drüben ist der Pfannwender, aber da kommen wir leider noch nicht hin. Haben wir auch. Alles klaro. Checkpoint hier drüben. Noch eine Schlüpfer. Ne, brauchen wir gar nicht. Wir sind ja erst gestorben. Ach, und das bewegt sich auf einmal. Nennt mich auch Schwamminator. Oder auch Schirminator. Okay. Was machen wir? Ach, hier ist so ein Dings drauf. Wir sollen hochspringen. Das habe ich nicht gesehen. Und da kommt wieder das gute Stück hier. Das sah gerade so aus, als würde es auf SpongeBob runterfallen. Ich hatte gerade wirklich kurz Angst. Wir müssen erstmal warten, bis wieder Ebbe ist. Oder wir kümmern uns erstmal hier rum. Weil rechts laufen ist ja eigentlich gut. Da hinten war der goldene Pfannwender und den wollen wir ja schließlich haben. Dann laufen wir vielleicht erstmal hier rum. Aber hier geht's dann nicht weiter rechts. Okay, schade. Haben wir nochmal hier rüber. Aktiviert. Was passiert? Ja, passiert irgendwie nicht viel. Wieder auf die Ebbe warten. Jetzt kommt die Ebbe. Und schnell rüber hier, bevor die Flut steigt. Ein bisschen Schatten an einem heißen Tag. Ach nein, wir sind wieder... Hä? Sind wir denn jetzt hier wieder bei Gary rausgekommen? Ja, das war natürlich eine ganz schöne Nullnummer. Komisch. Anscheinend sind wir im Kreis gelaufen. Ich frage mich gerade, wie das passieren konnte. Aber okay. Deswegen ist ja auch nichts passiert an dem Ding. Dann wieder zurück. Ach, wir sind wieder bei dem Ding hier einfach rausgekommen, ne? Und wir sind ja diesmal von dort gekommen, das heißt, ich würde jetzt... Ne, wir warten erstmal ab, bis das Wasser wieder runtergeht. Einmal hier drunter springen, dass wir nach dort kommen. Dann macht das natürlich wieder Sinn. Und Wasser weg. Und einmal hier drunter. Und schnell hier rüber. Okay, der ist heute mal relativ freundlich. Oder auch nicht. Sah so aus, als hätte er gar keine Gewitterwolke produziert. Ich dachte schon, wir haben ihn auf unserer Seite. War leider nur eine falsche Annahme. Da ist der goldene Pfannwender. Wir haben ihn. Yay.
Nummer 20. Ein Jubiläum. Hier gibt es noch eine schöne Schlüpfer. Brauchen wir nicht. Und hier geht's wieder. Oh, hier geht's zum Pierre. Mal schauen. Ich hoffe doch ganz stark, dass wir uns dem Typen nähern. Oder vielleicht hat es schon gereicht, dass wir ihn geblendet haben und wir hätten bloß nochmal mit Larry reden müssen. Hey, Mr. Krabs. SpongeBob, hilf mir, Patrick zu finden. Ich habe eine Aufgabe, bei der er mir Ich habe gehört, Patrick wartet immer gerne an der Bushaltestelle. Da ist er. So schnell ging das. Tut mir leid, Junge. Der Jahrmarkt ist geschlossen. Ein lästiger Roboter hat mir meinen Ticketschalter abgenommen. Und schlimmer noch, mein Geld. Wenn du mir hilfst, diesen nutzlosen Roboter loszuwerden, gebe ich dir eine große Belohnung. Das schaffen wir doch. Frag mich, warum Patrick das machen muss, ich aber werde okay. Sie zerschmettern. Oh. In jedem steckt ein Geschenk. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Sehr schön. Ja, vielleicht müssen wir einfach eine Melone auf den werfen. Das war ja einfach, aber jetzt haben wir ja auch den Ticketschalter zerstört. Oh nein. Oh, oh, das wird Mr. Krabs gar nicht freuen. Oh, da geht ja gleich alles kaputt. Wegen einer Melone. Krieg ich das jetzt weiter ein? Müssen wir uns beeilen? Nö, ging. Sollen wir jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber wir gehen einfach mal zurück. Mal gucken, was Mr. Krabs sagt. Der Roboter hat... Tja, das ist nicht wirklich das, was ich im Sinn hatte. Ich hoffe, das ist alles durch meine Versicherung gedeckt. Klar. Warum versuchst du nicht etwas weniger Teures? Ich meine, weniger Gefährliches. Diese verrückten Roboter müssen aus den Bootsscootern verschwinden. Wenn du sie alle zerstört hast, kommst du wieder zu mir. Okay, natürlich. Also, sollten wir doch erstmal zurück. Da passt es doch. Gut, dass wir nicht gleich weitergelaufen sind. Dann gucken wir jetzt mal bei dem Autoscooter. Ich bin voll lange kein Autoscooter gefahren. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Hier, D1000. Der war aber diesmal gar nicht so aktiv. Obwohl, die da hinten hat er wahrscheinlich produziert. Aber die haben uns ja jetzt weniger gestört. Ja, also wir könnten hier drauf und dann einfach immer hier so ein Stück runterlaufen, oder wie? Das sind halt alles Grüne. Und macht natürlich auch... Hey, warum habe ich den nicht bekommen? Macht natürlich auch riesen viel Spaß. Deswegen machen wir das Ganze einmal kurz, bis wir alle Grünen haben. Wie viel gibt denn Grün eigentlich? Wir hatten gerade 17, jetzt haben wir 22. Okay, gibt 5. Nein, wow, das war knapp. Hier, den einen hätte ich gern noch und ich glaube, noch einen hatten wir verpasst. Dann müssten wir aber alle haben. War es nicht noch einer? Hier ist er doch. Sag ich doch. Und damit haben wir alle. Was für ein Spaß. So, Muscheln, aus dem Weg. Ich muss mich hier um gefährliche Roboter kümmern. Lasst mich in Ruhe. Erstmal der Schinken hier weg. Ganz wichtig. Oh, cool. Ich werf's erstmal auf den. Einfach, weil es witzig war. Und dann werfen wir das einmal da drauf. Und müssen jetzt hier... sowas wie Dosenwerfen machen. Ach hier, so hau den Lukas mäßig. Oder wirf den Lukas ab. Nein. Du Vollidiot. Was macht er denn? Kann ich da reinfallen oder reicht das, wenn ich diesen mache? Ach so, es reicht anscheinend, wenn ich den mache. Musste ich gar nicht werfen. Komm, Attacke. Das gibt doch mal richtig viel glänzende Objekte hier. Das war's schon. Okay. Können wir das nochmal machen? Na, es kommen nicht nochmal welche raus. Ah doch. Na, dann machen wir das doch natürlich. Für glänzende Objekte. Guck mal, wie die Zahl oben rechts steigt. Es geht richtig voran hier. Tada. Sehr schön. Könnten wir jetzt eigentlich dauerhaft machen. Und sogar noch eine Socke. Aber wir machen es nicht nochmal. Wird ja sonst auch etwas zu langweilig. Und schnell hier rüber. Wen haben wir denn da? Oh, erstmal wieder ein Schinken. Haben wir? Sie freut sich. Hallo, süße Maus. Körperkontakt. Wie schön.
Ja, da haben wir schon wieder einen Checkpoint erreicht und dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 19:30 Uhr wieder. Macht's gut.